Can, das 15. Osterturnier geht hier zu Ende in Lichtenrade. Wie sehr bist du mit deiner Mannschaft und dem Turnierverlauf im Allgemeinen zufrieden? Also der Verlauf war sehr gut, nur wir hätten kleine individuelle Fehler vermeiden können und vielleicht so unter den ersten zwei rutschen können und vielleicht im Finale besser spielen können. Also es war ein bisschen unsere eigene Schuld. Nun hast du nur zwei Gegentore im kompletten Turnierverlauf bekommen. Was war ausschlaggebend, dass du gerade in den letzten beiden Spielen dann hinter dich greifen musstest? Naja, ich glaube, die Gegner, die erstens waren ja die Gegner älter als wir, die waren ja 97er. Die waren körperlich stärker und die waren auch einfach viel schneller am Ball und hatten immer die Nase vorne, so gesagt. Und irgendwann war auch klar, dass die halt irgendwann das Tor machen würden. Und es war sehr, sehr anstrengend für mich. Und hat auch sehr viel Spaß gemacht, gegen die bosnischen Mannschaften zu spielen im Halbfinale und dann auch im Platzierungsspiel. Und ja, das war sehr, eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, hier mitzuspielen. Wunderbar, vielen Dank.